Wir kennen sie von Aufmärschen, aber im Eisacktal sind jetzt singende Schützen zu sehen. Um altes Liedgut zu erhalten und Vaterlandsliebe zu verbreiten, hat die Schützenkompanie Philanders eine CD aufgenommen. Mut zur Treue heißt das Doppelalbum, für das die Truppe ein Jahr lang geübt hat. Mut hat es auch bei den Aufnahmen im Tonstudio gebraucht. Denn beim Singen kommen auch stramme Schützen ins Schwitzen. In der Öffentlichkeit sieht man die Schützen meistens so. So hingegen hat man sie noch nie gesehen. Die Philanderer Schützen wollen Kulturgut erhalten. Dazu gehört eben auch die Musik und die Werte, die sie transportiert. Vor gut einem Jahr kam der Schützenkommandant auf die Idee, mit seiner Kompanie eine CD mit Tiroler Liedern auf den Weg zu bringen. Anfangs war die Skepsis groß. Die ersten Reaktionen waren mal, dass ich belächelt worden bin. Nicht? Und dass dass sie nicht mehr zurückgeklappt hat, dass wir die CD verwirklichen werden. Aber die Leute, ich muss sagen, die Leute, die wir noch gebraucht haben, effektiv, die haben wirklich mitgemacht, haben Freude bei dem Projekt gehabt. Bald waren die Lieder ausgesucht und ein Chorleiter gefunden. Der allerdings hatte es nicht einfach. Mit den Noten können die Schützen nämlich nicht viel anfangen. Die erste Probe, da waren so zwischen 30 und 40 Leute da, nicht? Und ja, wir haben angefangen zu proben. Und es ist dann die zweite Probe, da waren schon viel weniger. Bei der dritten Probe noch weniger. Und dann hat sich eigentlich so ein ganz kleiner, ehrgeiziger Kern herauskristallisiert, mit denen sie dann, kann man sagen, ein ganzes Jahr intensiv an Intonation, Aussprache und Interpretation gearbeitet haben. Mut ist das zentrale Thema der Schützen-CD. Der pathetische Titel des Albums passt zu den Liedtexten, die von Schmerz, Vaterland und Heldentum berichten. Aufgeopfert hat sich auch der harte Kern, der an zahlreichen Abenden bis nach Meran ins Tonstudio gefahren ist. Ganze Regiment ins Quartier zum nächsten Wurfhaselement. Für uns als Leiden ist das schwierig gewesen. Nicht? Schon mal der ganze Gesangsunterricht. Nicht? So ist schon mal losgegangen. Nicht? Wir haben ja alle mit Minuten lernen noch richtig. Nicht? Aber ja, danach am Arbeiten sind wir halt Abend gefahren. Da haben wir halt singen, halbes in der Nacht. Nicht? Viel Mühe. Aber nein, nein, zum Schluss und zum Ende hat es ausgezahlt. Schützen, Marketenderinnen und die Musikkapelle Pfeffersberg haben ein Doppelalbum mit über 50 Liedern und Märschen fertiggestellt. Freunde der Tiroler Volkslieder werden sich über das Gesamtwerk freuen. Heili, heili, heila, heila, am Sonntag um 10:30 wird die CD dann in Philanders im Rahmen des Tiroler Volksfestes vorgestellt.